Da bin ich wieder. Und zwar wird das die letzte Folge Sims werden, weil ich mir gedacht habe, ja, du musst was machen, was dir Spaß macht. Und die Sims waren ja zum Beispiel, ich habe sie für meine Tochter gemacht und ich hoffe, die hat ein bisschen Spaß gehabt. Und hab dann gedacht, gut, jetzt wird es so langsam ein bisschen langweilig und nur weitermachen, deshalb, nee, das wollte ich jetzt auch nicht. Zumal sind auch andere Projekte noch geplant, unter anderem ein Let's Play Together, also mit Leuten zusammenspielen, mit anderen YouTubern zusammen was machen und möchte mich halt eben noch auf das ein oder andere Projekt konzentrieren. Und deshalb wird das jetzt hier die letzte Sim-Folge werden. Und weil ich ja gesagt habe, dass wir, ich wollte ja diesen Einzelhandel machen. Und da gehe ich jetzt auch hin, ob sie nun, ja gut, sie will jetzt schlafen. Machen wir mal schnell, dass sie ausgeschlafen ist. Und, oder ist die andere ausgeschlafen? Nee, ja auch nicht. Gut, machen wir das mal schnell. Oder wir schneiden das, mal schauen. Wenn ihr das hier hört, habe ich nicht geschnitten. Gibt jetzt Herausforderungen, wie man hier sehen kann, aber das wollte ich jetzt nicht ausprobieren. Vielleicht habe ich irgendwann wieder Bock darauf. Vielleicht gibt es auch wieder irgendwas Neues, so dass ich dann sagen kann, ja, das, so dass ich dann sagen kann, ja, das machen wir. Das möchte ich machen. Vielleicht eine Erweiterung, die wir uns dann holen. Wie gesagt, ich warte ja noch auf irgendwas mit Haustiere wieder. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Genau, tierisch freuen. Hahaha. Und ja, da würde ich mich echt tierisch drüber freuen, wenn es da eine Erweiterung geben würde. Denn da würde ich nochmal ein Let's Play von machen, weil da würde ich mich drauf freuen. Ich glaube, ich werde mit ihr jetzt mal darüber gehen. Gut, du hast genug gegessen. Ne, wir gehen da alleine hin. So. Unwohl wegen Müll. Ja. So, und da sind wir auch schon im Ladebildschirm. Ja. Wie gesagt, also wenn es jetzt so anfängt langweilig zu werden, ich keinen wirklichen Spaß mehr. Ich möchte Sachen machen, die mir Spaß machen. Sims machen mir eigentlich ziemlich einen Spaß, aber im Moment eigentlich gar nicht so, also zur Zeit. Und Laden eröffnen kann ich nicht, wahrscheinlich, weil ich ja im Minus bin. Dann machen wir das mal. Wir überweisen alles. So, wir öffnen den Laden. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen was im Ladenbudget. Vielleicht können wir da noch mal was bauen zum Abschluss. Warte mal, wo machen wir das? Erstmal eröffnen. Ich würde jetzt keine Wände oder sowas machen. Das könnt ihr ja auch ausprobieren. Vielleicht noch irgendwas, was wir verkaufen können. Guck mal, hier so ein Ladenschild, kleines Geschäft. So, dann ist das alles mal ein bisschen. Oh. So. Was haben wir hier? Süßigkeiten. Turm. So. Vielleicht holen die sich ja was davon. Dann würde ich gerne noch ein paar elektrische Geräte. Achso, wir wollten ja noch so eine Puppe, ne? Ja, wo bekomme ich die denn jetzt her? Da. Männlich müsste nochmal dazu kommen. Müssen wir noch anziehen. Wir wollen diesen dann kann ich nachher keine elektrischen Geräte mehr kaufen. Ich würde gerne noch einen Fernseher nehmen, einen besseren Fernseher. Ah ja, okay. Das war's dann mit besseren Fernseher. So, stelle ich es mal hier hin. Und los geht's. Jetzt müsste ja auch unser... Wen hatten wir da eingestellt? Ach, guck mal, da ist der Sensemann. Wie gesagt, der verfolgt uns auch wieder. Keine Ahnung. Ich
glaube, er will was kaufen. Den fragen wir mal nach dem Tag. Ach, das müssen wir ja noch als zu verkaufen kennzeichnen. Ach komm, wir gehen einmal dahin zu unserem Sensemann, der uns ja so viel Überraschung bei dieser Staffel Sims bereitet hat. Oh, Bonnie. Jessene. Batanavi Scansis. Domi Vayen. Kann man ihn noch irgendwas fragen? Wertvollen Besitztümern fragen. Ach, das ist da, glaube ich, diese Challenge hier. Larkim Jongi. Jisoi. Ja, durchlesen könnt ihr es euch ja selbst, die Herausforderung. Er geht weiter. Einfach so, ohne Tschüss sagen. Ja, so kennen wir ihn, unseren Sensemann. So, wir machen jetzt hier Outfit erstellen. Zufälliges Alltagskleidung. Nee. Gibt's da? Ach komm, lassen wir das. Muss man das noch kennzeichnen zu verkaufen? Nein. So. Ihn lassen wir. Kundenfragen beantworten. Ja, das machen wir. Fragen? Kunden begrüßen. Über Einkaufsvorlieben? Nö. Um sie wird sich schon gekümmert, ne, oder? Dann können wir trotzdem mal begrüßen. Kann man hier nichts mitmachen? Nö, tatsächlich nicht. Gut, dann lassen wir noch mal schneller laufen. Na kommt schon, kauft was, Leute. Gut, das machen wir jetzt mal weg. Soll ich nicht mit deinem allein losschicken? Nein, sie wird jetzt nicht zur Arbeit gehen. Wir wollten das machen. Das war unser Ziel. Gut, ich habe jetzt keinen Laden gebaut, sondern nur so ein Wiesenverkaufsstand. Kann man sagen. Also habe ich so kleines bisschen mein Ziel dann doch erreicht. Obwohl wir ja mehr an die Arbeit getestet haben. Haben wir überall reingeschaut. Jetzt wird der Fernseher auch noch zu verkaufen kennzeichnen. Oh, da will jemand abkassiert werden. Sie verkauft was, yeah. Damit kann man eigentlich, wenn man weiter ist, kann man damit eigentlich gut Geld machen für die Sims und sich dann echt coole Dinge leisten. Zum Beispiel, man kann sich größere Grundstücke leisten oder größere fertige Häuser. Oder halt eben das, was man hat, noch richtig cool verschönern. Oder halt eben so wie jetzt hier, wenn wir jetzt mehr verdienen würden, würde ich jetzt einen richtigen Laden bauen mit verschiedenen... Hier die Elektroabteilung, dann hier Mode, ne? Die Abteilung und ja. Wie gesagt, ich warte definitiv auf etwas, was mit Tieren zu tun hat. So wie es bei den anderen Teilen gab es das auch und ich hoffe mal, ich denke mal, dass es das da auch bei gibt. So, was hat sie gekauft? Das? Gut, da muss man eben nach Outfit nachliefern. Genau, was kann man da hier was auch kennzeichnen, muss auch als Verkauf zu verkaufen. Hier kann man nichts machen. Das brauchen wir nicht kennzeichnen. Machen wir ein bisschen weiter. Ach so, wir haben ja gesagt, wir wollen
diese Punkte, Vorteilspunkte, kann man da schon was holen? Schaltet einen neuen Ausstelltisch frei, auf dem verschiedene Objekte zum Verkauf anbieten kann. Sie in der Kategorie Ladenobjekte im Baumodus noch. Mein erster Simon schaltet ein dekoratives Wandobjekt frei, um die ersten Erfolge des Ladens zu feiern. Sie in der Kategorie Ladenobjekte des Baumodus nach. Nö. Also ich hätte hier schon. Also das sind Objekte. Hier könnten wir einen zusätzlichen Angestellten noch einstellen. Hier. Schneller wieder auffüllen. Damit können wir das, was wir jetzt tun, würde es schneller gehen. Hier, seht ihr das hier, dieser Kreis, das würde dann schneller gehen. Man hätte es schneller wieder aufgefüllt. Im Moment haben wir einen Verkaufsgewinn von 43 Simoleons. Davon geht aber noch hier sein Gehalt weg. Ne? Also am Anfang würde ich tatsächlich keinen Angestellten nehmen. Ach, die Bücher, ja, stimmt. Sie surft im Internet. Na komm, können wir noch einen abkassieren? Oh, das ist aber jemand eifersüchtig. Oh, Whoopi Gorge. Romani. Zagara Quinovo. Tumba Bao. Also das spielt sich meistens nur darum ab, dass sie sich unterhalten, quatschen und weiß nicht was. Das hier habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, weil manchmal ist es so, dass es nicht ganz voll ist und die trotzdem kaufen. Und sie ist sehr wütend, bestimmt immer noch, weil er von jemandem umarmt wurde, den sie nicht mag oder weil sie ihn mag und oh wow. Wow. Und das müssen wir uns alles gefallen lassen, damit die Leute kaufen. Das gibt's ja nicht. Genau, von ihr wurde er umarmt. So. Das ist die zweite, die kauft. Die anderen kaufen im Moment gar nicht. So, und so läuft das dann ungefähr. Ja, das Abkassieren, das kann man sich auch erkaufen, dass es schneller geht. Dann, dass man die Objekte, wenn man die nachkauft oder nachliefern lässt, dass das dann nicht so teuer ist. So, jetzt schließen wir den Laden mal. Ja, keiner mehr kaufen. So, und dadurch, dass sein Gehalt dabei ist, haben wir natürlich Minus. Wäre sein Gehalt jetzt nicht dabei, wären wir definitiv einen wahren Nachschub und unser Gewinn im Plus gewesen. Also am Anfang ist wirklich besser, ohne Angestellten das alles alleine zu machen. Ja, ich hoffe, Staffel von den Sims hat euch trotzdem gefallen. Dadurch, dass es eins meiner ersten Let's Plays war, war es ja natürlich auch so ein bisschen zum Ausprobieren, wie und was und überhaupt. Wie geht das? Wie macht man das? Wie redet man? Ist alles noch nicht perfekt, ist definitiv ausbaufähig, aber mir hat es, muss ich sagen, Spaß gemacht. Mir hat es wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und bis jetzt habe ich keine Ambitionen, irgendwie aufzuhören. Wie gesagt, es sind noch weitere Projekte geplant. Vielleicht seid ihr ja da auch dabei. Und ja, ich würde somit hiermit sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.